Wir sind die Elite Innovations GmbH. Wir produzieren und entwickeln Elektrolyte für die elektrochemischen Energiespeichersysteme, wie zum Beispiel Lithium-Ionen- oder Natrium-Ionen-Batterien. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen wollen und hin zu regenerativen Energiespeichersystemen, ja, wie zum Beispiel Wind oder Solar. Das Problem dabei ist, dass diese Energiequellen Energiespeicher benötigen. Und da kommen dann die elektrochemischen Energiespeichersysteme wie die Lithium-Ionen-Batterie zum Tragen. Und für diese entwickeln wir den bestmöglichen Elektrolyt. Die Innovation hier ist, dass wir bei der Gründung bemerkt haben, dass die Lithium-Ionen-Batterie, die ja schon seit den 1990ern kommerziell erhältlich ist, aber immer wieder nur in ihrem Wohlfühlbereich eingesetzt worden ist. Ja, also in Handys, in Computern, meistens bei Raumtemperatur, bei nicht zu hohen Strömen etc. Was aber der Trend gezeigt hat, dass diese Technologie in viele andere Gebiete jetzt rein diffundiert. Und wir möchten E-Autos fahren, wir möchten die Batterien bei hohen, bei niedrigen Temperaturen nutzen. Schnellladen ist ein großes Thema derzeit. Wenn wir in diese Anwendung reingehen wollen, benötigen wir neue Systeme und damit auch neue und angepasste Elektrolyte. Wir arbeiten noch im Labormaßstab. Schon ein wenig darüber hinaus sammeln erste Erfahrungen hin zum Pilotmaßstab, wie wir die Formulierung von diesen Elektrolyten in höchster Qualität darstellen können. Und der nächste Schritt wäre eben die Skalierung in den industriellen Maßstab, um den Kunden dann auch größere Volumina von dieser Komponente anbieten zu können. Wir fertigen spezielle Formulierungen an. Das ist im Endeffekt dann eine Mischung von Leitsalzen, also Feststoffen, in Flüssigkomponenten. Und diese Flüssigkomponenten sind eben je nach Anwendung in einem speziellen Mischverhältnis oder auch verschiedene Komponenten an sich. Das Endprodukt ist eine Flüssigkeit, die dann in die Lithium-Ionen-Batterie, die vorher zusammen assembliert worden ist, hinzugegeben wird. Und erst damit funktioniert die Batterie. Also alle Zellfertiger sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren und uns mit uns ihre Technologien weiterzuentwickeln und ihre Zellen zu verbessern. Wir können aber auch noch einen Schritt weitergehen zu den Endanwendern, wie zum Beispiel die Automobilindustrie oder auch Hersteller von Powertools, um noch ein bisschen leistungsfähiger zu sein, langlebiger etc. Oder auch die chemische Industrie könnte mit den schon entweder existierenden Komponenten, die Sie im Portfolio haben, oder eventuell Ideen, die Sie noch haben und suchen dafür noch einen Markt, an uns herantreten. Und wir könnten diese Komponenten in die Elektrolyte inkorporieren und die dafür eben geeigneten Eigenschaften mit in die Batterie reinbringen. Wir sind bereit, hoffentlich sehr zeitnah den nächsten Schritt machen zu können in die industrielle Skalierung. Und darauf freuen wir uns, ja, dass sozusagen unsere Idee von einer kleinen Pflanze dann hoffentlich zu einem vielleicht großen Baum wird. Ja.